Hallo und herzlich willkommen zu Cyberpunk 2077. Ja, wir dürfen euch endlich Gameplay zeigen zu dem heiß erwarteten Spiel von CD Projekt Red, dem Machern von der Witcher-Trilogie. Und Gwent natürlich auch. Ja, wir dürfen es erstmal auf der E3 2018 sehen, in Bewegung, und eine neue Demo auf der E3 2019, die es auch auf der Gamescom zu sehen gab. Allerdings alles behind closed doors. Also öffentlich nicht einsehbar, und jetzt hat CD Projekt Red heute eine 15-minütige Demo veröffentlicht. Wir sehen hier ehrlich gesagt Ausschnitte aus dieser knapp einstündigen Präsentation, die wir anschauen durften, zweimal jetzt schon, einmal auf Englisch in Los Angeles und einmal auf Deutsch in Köln. Und ja, wir sehen hier das Ende dieser Präsentation. Wie ist der Hauptheld des Spiels? Männlich, weiblich, je nach Präferenz, werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Und ja, wir starten da so in den Cyberspace in diesem Moment hier. Das ist das sehr überraschende Ende dieser Demo, die wir jetzt, wie gesagt, schon zweimal sehen durften. Was diese Parallelwelt dann für Geheimnisse birgen wird, das werden wir erst im April 2020 erfahren. LBBS, Data Fortress. Aber wir werden einiges in dieser doch recht kurzen Demo, aber es ist eben runtergeschnitten auf die prägnantesten Sachen. Wir werden einmal den Pacifica District von Night City kennenlernen. Wir werden zwei Fraktionen sehen aus Cyberpunk, es wird bestimmt noch mehr geben. Die Voodoo Boys und die Animals. Wir werden das Character Creation. Wir werden die Charaktererstellung sehen und verschiedene Spielstile. Den Solo-Spielstil und den Netrunner-Spielstil. Und auf die Story wird dann auch nochmal eingegangen. Und das ist das Deep Dive Video. Ja, es wird hier Real-Time Raytracing, Nvidia Raytracing abgefeiert und abgefeuert. Das bedeutet besonders tolle Grafik, wenn ihr jetzt nicht so in dem PC-Hardware-Universum unterwegs seid. Und das sieht schon alles sehr schick aus, muss man sagen. Ja, ob man jetzt die erste oder die zweite Gameplay-Demo besser fand, das ist ein bisschen strittig zwischen den Anwesenden, die das schon gesehen haben. Ich fand, beide haben das Spiel gut repräsentiert. Die zweite Demo war dann mehr so RPG-Gameplay-lastig, die erste Demo mehr so, dass man das Spielgefühl vermittelt bekommt und wie Night City so aussieht. Aber dann springen wir jetzt auch gleich direkt rein. In den ersten District. Es wird unterschiedliche Districts geben in Cyberpunk 2077. Wenn ihr zu den einzelnen Themen, die wir doch jetzt kurz abhandeln werden, mehr lesen wollt, dann geht doch mal wxdgamer.de. Da haben wir unterschiedliche Artikel zu den verschiedenen Demos, die wir gesehen haben über die Jahre jetzt von Cyberpunk. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Da haben wir dann alles zusammengetragen. Ist jetzt auch schon eine Weile her, deswegen habe ich jetzt nicht mehr alles präsent. Aber jetzt zeigen wir euch mal das Spiel. Natürlich gibt es ein paar Spoiler, hier ist die Warnung. Aber sie haben versucht, natürlich die relevantesten Story-Spoiler rauszunehmen. Deswegen wahrscheinlich auch eingedampft auf 15 Minuten. So, das ist also der Pacifica District von Night City. Einer von mehreren Abschnitten, die es hier gibt in der Stadt in Night City. Bisschen angelehnt an Kalifornien, finde ich zumindest. Da kann man natürlich die Einflüsse sehen, wo man will. Aber es ist ein Distrikt, der zerfallen ist, sehr von Kommerz geprägt war. Man sieht es auch in der Mall, die wir gleich erkunden werden. Und an den ganzen Hotels und so, alles ziemlich abgewohnt und zerfallen. Man ist hier mit dem Bike unterwegs. Im letzten Jahr haben wir das Auto gesehen. Beides sieht cool aus. Müssen wir noch schauen, wie es sich steuert. Das ist immer so eine Sache in Action-Adventures, ob das funktioniert. Aber diverse Beispiele haben schon gezeigt. Und sie haben es ja mit Witcher auch bewiesen, dass das Reiten richtig Spaß gemacht hat. Da gibt es Spiele, da ist das nicht so, aber in Witcher hat das echt gut funktioniert. Ja, es gibt natürlich verschiedene Tech-Shops. Es gibt ja auch die Samurai-Jacke. Die haben wir natürlich dann auch gesehen in der Demo. Schließlich muss man natürlich auch das Cover-Art dann entsprechend nachbilden. Die Grand Imperial Mall ist einer der Hauptpunkte dieser Demo, die wir gesehen haben. Die mussten wir infiltrieren, beziehungsweise musste der Vorspieler infiltrieren. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Placid ist unser Auftraggeber so ein bisschen gewesen. Der hat sich in uns eingeklinkt.
Das ist etwas gefährlich, weil er dann natürlich immer in unserem Kopf quasi ist und alle unsere Gedanken und Geheimnisse lesen bzw. erfahren kann. Es gibt unterschiedliche Gangs in Cyberpunk, da wären zum Beispiel einmal die Voodoo Boys, die wir zu Beginn kennenlernen. Sehr tech-affine Leute. Und hier hat er uns jetzt wirklich übernommen, also er hat sich eingeklinkt bei uns im Kopf und kann ständig mit uns kommunizieren. In vielen Spielen ist das ja so, wird aber nie erklärt, in Cyberpunk macht es wirklich Sinn, denn er hat einfach einen Chip implantiert quasi in uns. Oder hat sich draufgespielt auf unseren Chip, sozusagen. Ja, mir gefällt das ganze Design, die Mode, das Interieur. Die Synchro ist auch gelungen. Muss man dazu sagen, das ist jetzt hier alles auf Englisch, aber das spielt auch komplett deutsche Synchro. Die durften wir dann erstmals jetzt auch in Köln uns anhören und die ist richtig gut gelungen. Also wer keinen Bock drauf hat, weil er es nicht vielleicht versteht auf Englisch. Englisch ist natürlich super. Der kann das auch natürlich komplett auf Deutsch spielen. Ja, es gilt hier einen Armored Car quasi zu verfolgen. Der Camionette wird er genannt. Und der gehört dann, soweit ich mich erinnern kann, zu den Animals. Das ist ganz spannend. Die sind natürlich auch alle sehr augmentiert. Aber da kann man die Waffen gegen sie einsetzen quasi oder die Augmentierungen. Hier kann man sich einfach einhacken und dann wird es aber ein bisschen unschön. Aber dazu gleich mehr. So, jetzt kommen wir zu dem Rollenspielsystem des Spiels. Es ist natürlich ein waschechtes Rollenspiel. Da muss man erstmal seinen Charakter festlegen, erstmal seine Hintergrundstory. Nomad, Street Kid und Corporate gibt es hier, die unterschiedlichen Herangehensweisen. Dann ändern sich auch die Talente, die man lernen kann. Und auch die Dialogoptionen. Da schalten sich ganz neue Möglichkeiten frei. Also der Wiederspielwert ist auch gegeben. Ja, man kann das Geschlecht wählen, man kann hier allerlei Verformungen am Kopf vornehmen. Hat hier unterschiedliche Werte natürlich auch in den Bereichen Intelligenz, Reflexe, Coolness und technisches Know-how. Kann hacken, kann ballern, kann schleichen, kann Granaten werfen, kann die Gegner auch hacken, dass sie aufeinander losgehen. Alles ganz spannend. Jetzt haben wir hier erstmal den Strong Solo Path. Also quasi der klassische Mercenary, super stark, setzt auf Woman, kann einfach mal so ein Turret in die Hand nehmen und damit rumlaufen und kann dann auch zum Beispiel Fahrstuhltüren aufstemmen, wo man sich dann quasi in dem anderen Path erst einhacken muss. Ah, man sieht das hier sogar auch, also ich habe die Demo vorher jetzt so nicht gesehen, diesen Zusammenschnitt. Man muss jetzt halt drum rumlaufen, wenn man jetzt die andere Skillung hat und ich schätze mal, das Level-Design wird schon relativ frei sein, aber natürlich gibt es ja auch eine feste Story, der man folgen muss. Also so 100%ig frei ist es ja nie, aber finde ich sehr schön, dass man hier unterschiedliche Möglichkeiten hat, auch in den Bossfights dann. Hier muss man ihn natürlich niederballern als Strong Solo. Ich erinnere das ganze Design und auch die Bosskämpfe sehr an Deus Ex Human Revolution, aber der springende Punkt ist hier, man kann natürlich wie Deus Ex Human Revolution auch dieses Spiel durchspielen, ohne jemanden zu killen. Hoffentlich dann auch in den Bossfights muss man dann, glaube ich, auch die Leute nicht killen. Das hoffe ich, dass sie das diesmal so lösen, dass man jetzt nicht hier quasi auch in den Bosskämpfen dann dazu genötigt wird, Leute umzubringen. Wenn es doch hieß, man kann das gesamte Spiel durchspielen, hieß es nämlich in der Demo mal wieder, ohne jemanden zu töten. Ist hier klar nicht der Fall gewesen. Jetzt schauen wir uns mal die anderen Spielstile an, als Netrunner.
Das ist jetzt eher alles ein bisschen heimlicher angelegt. Man scoped erstmal die Lage aus. Man kann einfach mal diese Bank für seine Zwecke benutzen. Oh, da wird es plötzlich ganz schwer und doch nicht so stark wie gedacht, ne? Ja, leider zu schwach. Man kann auch hacken. Minispiel sieht ganz interessant aus. Sieht ein bisschen kompliziert aus, muss ich sagen, auf den ersten Blick. Aber ist wie bei vielen Minispielen, wenn du das einmal oder zweimal gemacht hast, dann entfaltet es wahrscheinlich auch mit der Zeit auch seinen Reiz. Es scheint auch so zu sein, dass es gut skalierbar ist, aber ich kann ehrlich gesagt nicht so viel damit anfangen, wenn man das jetzt so sieht. Es wurde uns jetzt nicht gerade erklärt. Aber war ein großer Fan von den Deus Ex Hacking Minispielen. Das habe ich sehr gern gemacht. Habe dann auch in die Richtung geskillt. Man kann hier eben Kameras damit ausschalten. Man kann hier auch so ein Schnell-Hack machen. So ein bisschen wie in einem Syndicate Reboot. Ja, und da ist aber der Trainingsroboter dann schon sehr stark. Weiß nicht. Oder man nimmt hier einfach das hier zur Hand. Das kann man sowohl im Nahkampf einsetzen, so ein bisschen quasi wie die Klavierseite, oder wie sagt man? Ich glaube so ähnlich, was Hitman immer benutzt. Das kann man aber eben auch auf Fernkampf einsetzen. Ja, hier sieht man den Automaten. Ich glaube, der hat für ziemlich Probleme gesorgt für das Spiel, aber es hat sich ja, glaube ich, hoffentlich alles geklärt. So ein bisschen Kontroverse gab es da ja um Cyberpunk. Ja, Cyber Security in Night City, das ist Teil von des Lores, also der Hintergrundgeschichte. Es ist also wichtig, dass man unterschiedliche Punkte hier hackt, aber die Story Progression zwingt einen dazu, dass man plötzlich halt ohne Saft auch da mal ist, was man gleich sehen wird, denke ich mal. Das ganze Design ist schon echt sehr gelungen. Cyber Renaissance hat man es damals bei Human Revolution genannt. Es geht schon mehr in die Richtung auch hier. Netwatch ist eine wichtige Agency, eine Government Agency, eine Bundesbehörde, die das Ganze hier überwacht, aber wohl auch ein bisschen Dreck am Stecken hat. Ja, und es ist alles nicht so, wie es scheint. Man muss dann erstmal rausfinden, so ein bisschen Gefühl bekommen, wem man vertrauen kann, wen nicht. Man hat sehr viele Dialogoptionen, also es kann in sehr viele Richtungen gehen, wenn man die wirklich im fertigen Spiel auch hat, die verschiedenen Optionen. Es wurden meistens die gleichen gewählt jetzt in den Demos, die wir gesehen haben. Aber da, wenn das wirklich... Wir wissen es ja von CD Projekt, dass sie auch sehr viel Entscheidungsfreiheit immer zulassen. Und das scheint hier wirklich ihr ambitioniertestes Projekt überhaupt zu sein. Und ist es auch, nicht nur scheint es. Ja, und dann ist plötzlich der Saft weg. Und dann kommt ein bekannter Freund, den man auch auf der E3 Xbox-Konferenz gesehen hat, wo wir auch dabei waren. Wenn ihr unser E3-Abschlussvideo seht, da hat er ja auch nochmal einen kleinen Teil davon eingenommen. Keanu Reeves ist Johnny Silverhand. Euer ständiger Begleiter in Cyberpunk 2077. Come on, really think they give a rat's dick how you look? Ja, und er soll auch einen wichtigen Part einnehmen. Er soll nicht nur hier die Galionsfigur für das Spiel sein, aber die wichtigste Person ist wohl eher der Hauptheld. Inwieweit Johnny Silverhand wirklich eine tragende Rolle hat, werden wir erst am 16. April erfahren, denn dann erscheint Cyberpunk 2077 für den PC, für die PS4 und die Xbox One. Vielen Dank fürs Zusehen, ihr könnt gerne ein Like hinterlassen und ein Abo und in die Kommentare schreiben, was ihr vom Spiel erwartet. Ich freue mich sehr drauf und vielen Dank fürs Zusehen.